So, hallo, wir starten mit dem Elefant im Raum und zwar machen wir gleich mal unser Quördel. Wir nehmen mal Haus als Start, das ist ja auch ein recht beliebtes Startwort. Und da haben wir schon mal Jawollo, keine Niete bisher, keine Niete und sogar drei Volltreffer. Sehr, sehr schön. Okay. Gehen wir mal hier rein. Also das hier und das hier ist ja sogar die gleiche Situation. Also ist eigentlich egal, ob wir oben oder unten. Dann kann ich auch hier oben schreiben. Ich sag mal, S ist vorne. S ist vorne. E ist ja auf jeden Fall hinten. Kein O. Space wäre auf jeden Fall noch ein Wort, was erstmal grundsätzlich okay ist. Oh, da habe ich jetzt nichts, was ich wegnehme. Das ist alles okay. Okay. Da oben haben wir das Wort dann schon mal fertig. Sehr schön. Da unten ist das S sogar auch an der richtigen Stelle. Und hier haben wir jetzt das A dazu gewonnen. Und hier haben wir P und C dazu gewonnen. Das läuft doch ganz gut sogar. So, was kann jetzt zwischen SP noch sein, wenn C danach kommt? Spose? Gibt's das? Kenne ich nämlich nicht. Spach, Spice, um Gottes Willen, natürlich Spice. Die Schärfe der Gewürze und so. Weiß du Bescheid. So, und hier haben wir auch schon wieder. Guck mal hier. Das ist fast ähnlich aufgebaut wie Spice. Interesting. Was könnte da jetzt noch hin? S. Gibt es sowas wie... Ich habe das R noch nicht. Gibt es Styre? Styre gäbe es. Also das wäre ein Wort, was okay, was grundsätzlich existieren würde. Das ist es leider nicht. Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist jetzt schlecht. Weil jetzt gibt es zu viele Möglichkeiten, ne? Gibt es Dive? Oh, verdammt, das gibt. Ah, nee, T darf ja. T kann da schon nicht mehr sein. T kann da schon nicht mehr sein. T ist schon raus. T ist schon raus. P ist auch raus. Okay. Gibt es Scheif? Scheif gäbe es. Nee, H ist auch raus. H ist auch raus. Kommando. Kommando zurück. H ist auch schon raus. Slive gibt es bestimmt auch. Ja, Slive gibt es auch. L ist noch nicht raus. V ist noch nicht raus. Ah! Jetzt ist L und V raus. Haben wir hier irgendwas dazu gewonnen? Ja, wir haben das L dazu gewonnen. Immerhin. Immerhin. Aber das sind. Ah, das ist jetzt ärgerlich, weil es zu viele Möglichkeiten hier gibt. Aber nicht mehr jetzt. Also jetzt werden sie immer weniger. Was kann denn jetzt da noch hin? NW, Swipe. Swipe! Swipe. Nee, P ist raus, P ist raus, P ist raus. P ist raus. Gibt es Swike? Nein. Gibt es Swine? Swine gäbe es. Und das wäre auch noch ein denkbar. Müssen wir ausprobieren. Ich meine, das Wort existiert. Ich kann es leider nicht ändern. Es ist Swine. Okay, ich habe keine Ahnung, was Swine ist, wenn wir nachher noch nachschauen. So, jetzt wird's eine kritische Geschichte. Hier, oh, jetzt wird's eine ganz kritische Geschichte. Wir haben P, wir haben C. Die sind nicht an richtigem Ort und wir haben L und U fest. Also dann könnten wir mal Plu und sagen, es ist Plüsch. Plüsch. Nee, S darf nicht. S ist raus. S ist raus. Kein Plüsch. Plu. Plu. Wie, wo soll das C jetzt herkommen? Das C müsste jetzt ja am Ende sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Dann fängt es vielleicht mit C an. Also Clue. So, und jetzt muss irgendwo das P her. Aber Club.
Klub. Ich wüsste nicht, was da jetzt hin könnte. Klupi gibt's nicht. Ja, andere Buchstaben sind komisch an der Stelle. Klupu. Okay, Clou. Dann muss das P aber danach kommen. Klamp. Okay, Klamp gibt es. Ja, wir müssen Klamp ausprobieren. Das Wort existiert und es erfüllt bisher alles, was wir brauchen. Es ist Klamp. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt genau noch zwei Versuche. Oh, scheiße. Das A ist fest. Ich meine, wir haben ganz viel ausgeschlossen. Das ist schon wieder ein Vorteil. Was zwar bedeutet, dass ich viel rätseln werde, aber es ist ein Vorteil. Das A ist fest in der Mitte. Es gibt ein I, es gibt ein H. Sagen wir mal, es geht mit I los und hört mit. Nee, S darf gar nicht mehr dabei sein. Was könnte noch mit dem H kombiniert werden? Boah, schwierig. Ich weiß nur, dass es nicht mit H anfängt. Könnte das H direkt vor dem A stehen? Gibt es noch irgendwelche? Ich meine, K. Kai. Kaib, gibt es sowas? Kaik? Kai, Kaik, Kaif, Kaid, Kaiks? Nee, das sind alles Wörter, die gibt es überhaupt nicht. Nee. Okay. Okay, nein. Also K vorne dran ist schon mal nicht. Die Frage ist aber, was könnte vor. Also wenn das H vor dem A stehen sollte. Was könnte dann noch davor? Ga, sogar Dings, ga, Gai, Gaia, Gai, nee, das ist gar nicht mehr möglich. Gucken einfach mal, ob wir hier irgendwas, irgendwann mal was bekommen, dass man sagt, okay, das ist ein Wort. Aber scheinbar gibt's das. Nee. Schon wieder vorbei. Schon wieder vorbei. Okay. GH ist auch nicht. KH ist raus, GH ist raus. Was könnte noch davor stehen, wenn HA als nächstes kommt? Eigentlich nix. Also dann schließe ich mal aus, dass H an der zweiten Stelle ist. So. Dann könnte H hinter dem A kommen. Was könnte dann nach dem H kommen? A, H? F, A, H, G. Das ist doch merkwürdig. Glaube ich nicht. Glaube ich grundsätzlich erstmal nicht. Dann muss das H ganz am Schluss kommen. So. Was könnte man da draus machen, wenn das H ganz am Schluss kommt? Und dann muss ich ja noch ein I irgendwie einbauen. Gibt es AIH? Gibt es irgendwas, was mit AIH aufhört? Nee, wüsste ich nicht. Welche zwei Buchstaben, die übrig sind, lassen sich denn so wild kombinieren?
Puh. Ich habe echt keine Idee. Qua? Irgendwie muss ich ja das Haar noch unterkriegen. Das ist das Problem. Dieses komische. Entschuldigung. Dieses komische Haar. Wie kommt es da in diese Situation rein? Wo gehört das I hin? So, jetzt wurde ich kurz gestört. Bin aber noch leider überhaupt nicht schlauer. QU. Ein S danach ist nicht. Ich gehe jetzt die Buchstaben durch. Komm, scheiß drauf. Also, Quaikus ergibt keinen Sinn. Aber ich hab's mal eingetippt. Quaja, so, das ergibt auch alles keinen Sinn. Quaju, das ist auch Quatsch. Z gäb's noch, so, das ist Blödsinn. Quaiks ist auch Blödsinn. Quaid wüsste ich nicht. Quaif kenne ich auch nicht. Quaik, nee. Quai. Quaip. Quai und Quaik. Nee. Also Q, U, eher weniger am Anfang. Okay, was haben wir noch für Optionen, wie es anfangen kann? Also es ist halt echt faszinierend, wie man das H da noch reinbringen soll. Welches ja nicht am Start ist. Probieren wir jetzt mal alles durch, was mit Ack aufhört. Jetzt muss ich mal bis zum B zurück. Ach, ist ja jetzt schon wieder dumm. Aber das sind alles, also, das sind Sachen, wenn es irgendwas davon ist, das kenne ich über, also würde ich überhaupt nicht kennen. Nichts davon würde ich kennen. Also mit AKH hört es nicht auf, nee. Was ist, wenn es so wäre? IH. IH. Kommt mir komisch vor. Kommt mir komisch vor. Mal was ausprobieren. Okay. Oh, Irish nimmt er gar nicht als Wort. Ich wollte jetzt nämlich sagen, wir machen jetzt einfach mal wieder Buchstaben, um Buchstaben zu klären. Dann nimmt er das gar nicht. Was ist das denn für ein Quatsch? Boah, es ist immer das letzte Wort bei Wordle. Das ist doch zum verrückt werden.
Mit Gar haben wir schon gestartet, ne? Mit Gar, ups. Mit Gar haben wir schon, glaube ich, gestartet. Keine Ahnung, so Geig. Ich glaube, das hatten wir alles schon. Es ist ja auch nicht. Nee, ist es ja auch nicht. Ich bin echt übelst gespannt, was das für ein Wort ist. Bia. Jak. Wo soll das H noch vorkommen? Wo soll das H jetzt noch vorkommen? Kia. Dia. Dia. Aber wo soll das H vorkommen? Ich muss das H irgendwie erklären. Ich muss jetzt erstmal klären, wie ich das H. Ich muss jetzt irgendwas bauen, was halt nicht richtig ist, aber ich muss irgendwie Buchstaben klären. Ich will wissen, ob wir mit I anfangen. So. Vielleicht, dass nur ein Buchstabe oder so halt nutzlos ist. Ich würde gern mit H aufhören. Deswegen habe ich ja Irisch probiert, aber Irisch wollte er überhaupt nicht. Echt? Fisch. Nein, es sind vier Buchstaben. Okay. Nimmt er das Wort an? Er nimmt das Wort an. So kann ich, es ist ein doofes Wort, aber so kann ich das I testen, ich kann das H testen. Ich benutze noch den Buchstaben B. Danach haben wir noch einen Versuch. Danach haben wir noch einen Versuch. Ist das I oder das H jetzt an der richtigen Stelle? Ist das B vielleicht auch dabei oder das C? Oder vielleicht ja das T? Nee, T ist ja schon raus, aber ich benutze T jetzt einfach. Scheiß drauf. Fuck. Ja, es sind noch mehr Buchstaben raus. Das H ist nicht am Anfang, das H ist nicht am Ende. Das I ist nicht an zweiter Stelle.
Wenn das H vor dem A ist, dann müsste ich doch mit einem I starten. Also IH, Sack. Aber was soll jetzt noch kommen? Was soll da jetzt noch kommen? Es gibt es nicht irgend so einen Staat Idaho? Oder? Aber den nimmt es scheinbar nicht. Wie heißt dieser Staat? Keine Ahnung. Als O wäre eh. O wäre gar nicht am Start. Leute, ich habe keine Ahnung und ich bin etwas überfragt. Falls man es noch nicht gemerkt haben sollte. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt auch nicht noch länger hier rumsitzen und rumraten. Ich werde nicht drauf kommen. Wir wechseln jetzt kurz erstmal. Ich meine, es geht ja nicht auf Zeit. Wir wechseln jetzt erstmal kurz hier hin. Ah ja. So. Wir machen jetzt kurz die Geschichte hier. Runde. So, zack. U ist da, D ist da. Codes. Okay, O, D, E haben wir. E kann nicht vorne sein, dann muss E am Ende sein. Dann muss E am Ende sein. Was könnte zwischen D und E noch stehen? Gibt eigentlich nicht viele Möglichkeiten, was zwischen einem D und einem E stehen kann, ne? Otbe. Otke, Odel. Oh, gibt es Modal? Ich weiß, dass es nicht Modell heißt, aber gibt es Modal? Nein. Wollte jetzt gerade sagen, ja, es wird ja nicht rot, das Wort gibt's, aber sind wir ja nicht mehr in der Variante. Fodel? Gibt's auch nicht. Godel? Gibt's sowas? Nee. Todel?
Nee. Wodel, Sodel, Bodel. Wäre halt wieder ein Wort, was ich nicht kenne, wenn es das gäbe. Bodel gibt's. Okay, also das E passt jetzt tatsächlich. Okay, aber kein L dazwischen. Was kann noch zwischen D und E stehen? Ottke, Otsch, Otsch. Keine Ahnung, Totsch. Gibt's das Wort? Dodge! Oh mein Gott, Dodge. Ausweichen. Treffer versenkt. Okay, das war doch schon mal besser. Jetzt noch das deutsche Wörtel. Torte? Nee, Torte ist in zwei T drin, ist dumm. Prost. Prost. Schert mir das R. Dann nehmen wir die Reibe. Nee, das sind zwei B. Ach komm, scheiß drauf, ist mir egal. So. Oha, es sind sogar zwei E. Okay, es sind sogar zwei E am Start. Interesting, interesting. Dann Serre. Der Serb, nee, Serbe ist, gäbe es zwar, aber nee, kann es nicht mehr sein. Kerbe, ach nee, ich darf das B ja nicht. Kehre. Okay, kein K. Oh, das E habe ich wieder an die falsche Stelle gesetzt, scheiße. Da darf das gar nicht stehen. Oh, das ist interessant. Das E kann nicht mehr am Anfang stehen, direkt danach dem E auch nicht. Das heißt, das E muss an der vierten Stelle stehen. Da muss das E hin. So. Und wenn das E an der vierten Stelle sein muss, kann das R nur noch in die Mitte oder ganz nach hinten. Okay. Okay, ER, noch ein Buchstabe E. Was könnte zwischen ER stehen? Also wir hatten schon sowas wie Kerbe, aber das B ist ja raus. Erle? Perle! Perle! Die Perle. Schade. Ach, P ist schon wegen Prost raus gewesen. Fuck, man. Wieso hatte das. Habe ich nicht den Hardmode drin? Ah, dann darf ich das machen, okay. Perle leider auch nicht. Okay, ja, wegen P hätte ich, aber auch kein L, Erle. Keine Erle. Erde. Erde. Werde. Werde wäre noch denkbar. Werde ist nicht denkbar. Gerde. Nerde. Merde. Aber wir sind nicht in Französisch. Nee, also Erde kann ich mir nicht mehr vorstellen. Das D ist, glaube ich, nichts. Ärme. Was ist mit Ärme? Germe, Ferme, Derme. Nee, D ist ja raus. Nee, D ist nicht raus. Nee. Und mit Erne? Zerne? Gerne. Gerne wäre ein denkbares Wort. Shit, ich habe noch einen Versuch. Aber bisher waren es halt schon sinnvolle Überlegungen, muss ich gestehen. Nein, sind's nicht sinnvoll, weil das E ist ja nicht dahin. Das E muss. Ah! Oh! Das E muss ja an der vierten. Ah! Oh! Ich sollte aufhören, echt. Oh, fuck.
Ah, ich bin ja völlig falsch unterwegs. Nein. Okay, Ehre. Ehret. Erroi. Was wäre es, wenn es mit Roi aufhört? Erroi. Der Roy, wer Roy, Verroy, nee, kann es nicht sein. Erf, was könnte mit Erf aufhören? Kann es auch nicht sein. Zeref, ja, wir sind aber nicht bei Fairy Tail. Erem. Erem, derem, werem. Zerem, nee, alles ganz komisch. Eret, was ist mit Eret? Weret? Meret? Nee. Ja, mit was für Buchstaben habe ich jetzt noch Eretz? Eretz ist auch nicht Erex. Auch komisches Wort. Ich meine, dann ist ja vielleicht das. Nee, das E muss an der Stelle. Das E muss genau da sein. Aber das R könnte ganz hinten sein. Also es könnte auch irgendein anderes Buchstabe sein und dann mit ER aufhören. So wie, was weiß ich, Emer. Emer. Gibt es da eine Kombination? Nein. Eier. Nee. Ever. Nee. Jever ist eine Biermarke, ne? Das wird er jetzt kaum akzeptieren. Nein. Ach so, das V dürfte auch nicht in der Mitte sein. Ja. Nee, doch, dürfte es, weil das R jetzt von mir gedanklich hinten gesetzt wurde. Lol, das R muss hinten sein. Ich hab doch das R in der Mitte schon ausgeschlossen. Ah! Okay, das R muss hinten sein. Dann muss das E an der zweiten Stelle sein. Also habe ich auf jeden Fall E. So zum Beispiel Eder. Feder! Jetzt aber. Jetzt knallt's. Nein! Feuer. Ja, ich habe zu viele Versuche verschwendet. Ich habe zu viele. Hier war das E an der Stelle ausgeschlossen und ich so, hö, E am Ende, hö, E am Ende, hö, E am Ende, hö, ich bin doof. Oh, nee. Fuck. Oh, völlig lost. Komm, wir brechen ab, scheiß drauf. Ich habe keine, ich bin durch. Ich bin durch. Ich schreibe jetzt irgendwas hin. Was ist mir jetzt egal? Ich will hier raus. Ich will hier nur noch raus. Ich will hier nur noch raus. Komm, ich schreibe nochmal. Es ist mir jetzt egal. Ich will raus. Ich will raus. Was? Was? Ist das irgendeine Farbe oder sowas? Junge, was sind das für Wörter? Ich muss das noch ganz kurz nachgucken. Ich muss das noch ganz kurz. Alter! Ich meine, das Deutsche habe ich komplett selbst verbaut. Ja, Kaki ist eine Farbe. Erdfarbe, Staub. Ach. Ja, super. Das ist wieder ein ganz toller Part. Das ist ein fantastischer Part. Oh mein Gott, nee. Danke fürs Zuschauen und tschüss.